Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Blender Minis. Diese Folge wird gerade aufgezeichnet, weil die Blender Foundation 2.78 ins Rennen geworfen hat. Geil, ne? Alles klar, neue Softwareversionen können, wissen wir alle, gerne mal bedeuten, dass man sich Probleme ins Haus holt, die man vorher vielleicht gar nicht hatte. Will ich in diesem Fall einfach mal nicht hoffen. Ich habe es jetzt seit 10, vielleicht 15 Minuten am Laufen und bis hierhin ist schon mal nichts wirklich Doofes passiert. Daumen drücken. Außerdem bedeutet so eine neue Softwareversion aber auch in der Regel viel, viel, viel neues Spielzeug, mit dem man sich ganz hervorragend die Zeit vertrödeln kann. Ist bei Blender nichts anderes, sind wir mal ehrlich. Trotzdem möchte ich euch in diesem kurzen Video eins der neuen Spielzeuge einmal vorstellen. Die Rede ist vom ArchiMesh Add-on. Das ist für die Blender-Welt nichts komplett Neues. Neu ist aber, dass es jetzt in dem Blender-Download enthalten ist. Das heißt, ihr müsst nicht erst wissen, wie hieß das nochmal, dann googeln, dann die GitHub-Seite aufsuchen, das da runterladen, dann in Blender irgendwie wieder installieren. Ist doch Quatsch. Jetzt einfach dabei, macht das Ganze schön einfach. Also, Steuerung Alt-U. Ruft die User Preferences auf, oder wer sich das nicht merken will, hier File User Preferences, da sind sie. Verzeihung. Der 1, 2, 3, 4. Tab ist der, den wir brauchen, und hier ist das Add Mesh ArchiMesh. Ich klappe das einmal auf, da kriegen wir so ein paar Infos. Welche Version ist das? Wer hat denn das gemacht überhaupt? Wo finde ich das im Programm und so weiter? Ich aktiviere es und sage Save User Settings, damit ich dieses Aktivieren nicht jedes Mal wieder machen muss, wenn ich das Programm verlasse. Schließen. So, als erstes lösche ich meine Kamera, die brauche ich gerade nicht, Delete. Und dann könnte ich jetzt sagen Shift A und dann hier unter Mesh ganz unten ArchiMesh mir irgendwas aufrufen. Will ich aber gar nicht machen. Ich möchte es jetzt anders tun. Ich möchte einmal in die Top Perspective gehen. So, das habe ich gemacht, indem ich die 7 auf meinem Numpad geklickt habe. So, und dann sage ich Grease Pencil und ich möchte einen Grundriss für ein Zimmer malen. So. So, und während ich den so male, rede ich einfach mal überhaupt nicht. So, ist nicht schön, aber selten. Das ist mein Grundriss. Und nun kann ich hier unten den letzten Tab ArchiMesh aufrufen. Und da wiederum ganz unten kann ich meine Pencil Tools finden. Und hier kann ich jetzt sagen Room from Draw. Jetzt könnte ich eine Decke einfügen, Fußboden, und ich kann das Mesh auch schließen, wenn ich möchte. Close hier hinten. Warum ist das gut? Weil ich hier hinten ja nicht ganz so sauber gearbeitet habe. Ich habe also wahrscheinlich, kann man hier ja auch sehen, nicht den Punkt getroffen, bei dem ich angefangen habe, meine Linien hier zu ziehen. Ist aber egal, lassen wir einfach so. Ich möchte auf jeden Fall einen Fußboden haben, dann bin ich auch schon zufrieden und dann sage ich Room from Draw. Und dann, zack, ist das Zimmer fertig. So, und wenn man jetzt mal mein ganzes Gequatsche subtrahiert und einfach nur mal eben schnell die Outlines zieht und dann sagt Room from Draw, dann ist jedem wahrscheinlich klar, dass man das Ding hier kaum schneller als mit dem ArchiMesh Add-on erzeugen kann. Selbst wenn man richtig gut im Extrudieren ist und wahnsinnig schnell arbeiten kann, das hier ist ziemlich cool. Ja, hier haben wir unseren Fußboden. Und auch unsere Wände. Und das ist beides drin, hier in dem Room da oben. Könnt ihr sehen, im Outliner, da ist beides. Schön, was könnte man denn noch tun? Na klar, kann ich jetzt in den Edit Mode gehen und kann mir hier einzelne Vertices oder Faces schnappen und damit machen, was ich möchte. Der Fußboden ist ein extra Objekt. Kann ich also auch extra bearbeiten hier im Edit Mode, wenn ich möchte. Und ich kann mir natürlich auch noch ein paar andere Sachen kreieren. Zum Beispiel könnte ich
Ja, wieso nicht? Könnte ich mal eine Tür erschaffen? Zack, da hinten ist sie gerade. Das können wir schöner. Shift C, so. Und dann wollen wir hier mal eine Tür haben. Da könnt ihr jetzt unsere Tür sehen. Ich wähle mir die Tür hier oben einmal aus und kann die dann hin und her schieben und platzieren da, wo ich möchte. So, und genauso wie ich eine Tür gemacht habe, kann ich auch... eine Lampe. Puh. Weiß ich nicht. Hier so Shelves. Genau. Nehmen wir uns doch mal sowas zum Beispiel. Ich rotiere das auf der Z-Achse. Na komm, das geht auch schöner. Rotate Z90. Und Enter. Und dann kann ich hier mein Bücherregal irgendwo hinstellen. So. Hier hinten diese Lücke, die wäre ja nicht dort, wenn ich gesagt hätte, mach mir bitte das Mesh zu. Kann ich jetzt im Nachhinein aber auch noch reparieren. Wie? Na klar, ich wähle mir diese Wände an, sage dann im Edit Mode, zack, und dann ziehe ich mir das so hin, wie ich möchte. Aber brauchen wir nun gar nicht. Was können wir noch tun? Wir können jetzt noch... Ach, ja. Ich meine, lesen könnt ihr selber, ne? Wir können jetzt hier noch Stairs einfügen oder Bücher oder eine Lampe oder. Können wir noch ein Dach bauen und so weiter. Das reicht aber zur ersten Präsentation durchaus, würde ich sagen. Spielt damit rum. Herrliches kleines Tool. Ich finde einfach nur sau cool, dass das jetzt direkt mit dem Blender-Download kommt und dass man nicht mehr... Weil ich habe das Problem nämlich schon, ne? Dass ich immer denke, da war doch so ein Add-on, wie hieß denn das? Und dann habe ich zwar so eine Liste, da habe ich mal angefangen und habe mir dann so Sachen aufgeschrieben, aber mittlerweile ist diese Liste auch so lang, dass ich dann gar nicht mehr so richtig weiß, war es das oder war es das und so. Und alles, was hier einfach so mit drin ist, braucht man sich einfach nicht merken. Da hast du, wie mit Telefonnummern im Handy, die hast du doch auch nicht mehr im Kopf, oder? Schön. Archimesh, finde ich toll. Jetzt fange ich schon an zu stottern, also wird das Video zu lang anscheinend. Ist natürlich nur eine Sache, die sich in dieser neuen Version verbessert hat. Es gibt irre viel coolen Kram. Wer es genau wissen will, kann sich das hier einmal durchlesen. Blender.org Features 278. Was da alles so Neues passiert ist. Genau. Hier VR. Auch großes Thema in dieser Version. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Archimesh Add-on und von sämtlichen anderen Neuerungen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und falls dem so sein sollte, freue ich mich jedes Mal, wenn der Daumen nach oben geht. Ihr dürft mir auch gerne Kommentare schreiben oder irgendwas und wenn euch was ganz besonders interessiert, lasst es mich gern wissen. Bis dahin bedanke ich mich aber für eure vielleicht ja sogar ungeteilte Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.